Guten Tag hat er gesagt. Ich muss hier durch. Mann, das war so ein beschissener Start in die Folge. Aber ich lasse das einfach. Das ist manchmal, du willst so anfangen und dann hast du völligen Hirnfurz drinnen. Dann das Ding da unten unter der Nase und hinterher, ne, die Lippenhaken da. Naja, auf jeden Fall muss ich hier jetzt neun. Ich glaube, Sven hat doch geschrieben, ja, das ist so, den nimmt er auch immer hier so. Und das sieht, ja. Sah jetzt irgendwie leichter aus, als es ist. Aber ich glaube, es ist auch breiter, als man denkt. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier abreiße, aber. Hey, ich habe vorhin nach links gelenkt, ey. Nach rechts. Ja, von links, dann fährst du auch gehen. Aber es war schon rechts. Aber ich glaube, hier durch den ganzen Bübel wird es schwierig hier. Kommen wir hier denn auch rauf? Können wir hier denn komplett drauf fahren oder eher so am Rand so lang? Ja. Also ganz ehrlich, ich hier gerade Angst, wenn ich da so hingucke. Mir werdet irgendwie ein bisschen wohler. Genau. Ich das Ganze hier ein bisschen nach drüben schaffe. Aha. Ah ja. Ich wollte gar nicht. Ah, das ist trotzdem hier nicht so einfach. Es war wahrscheinlich besser durch als durch den Matsch. Aber das Einfachste, okay. Okay. So muss man es so erstmal machen, ne? Sektion. Machen wir ein bisschen heller, ne? Also machen wir ein bisschen Belichtung hier rein. Naja, doch nicht so. Doch nicht so viel Belichtung, bitte. Ein Kontrast ein bisschen höher. Genau. Machen wir Lieder, das Ganze. Hat Materie? Sich kein. Ich glaube, sieht gut aus, ne? Vielleicht ein bisschen noch raus. Ja. So, ja, genau. Und dann aufnehmen. Geil. So, haben wir das auch weg. Man fährt ja hier so lustig, deswegen muss das auch so ein bisschen den Kopf festhalten. Ich glaube, jetzt hat er sich stabilisiert. Ihr habt das Gefühl, dass man hier richtig böse runterfallen kann, ne? Ja, solange der so bleibt, neigt er sich da ein bisschen so. Oder man muss es so machen, genauso einklemmen, meine Damen und Herren, muss man. Hey, stopp mal, habe ich nicht irgendwas vergessen jetzt? Ach nee, muss ja ganz nach hinten hin, genau. Aber brauchte ich nicht noch irgendwas? Ach ja, hier vorne, ach ja, im Frachtcontainer. Jetzt fällt es mir wieder ein. Da war ja irgendwie was, ne? Muss ich ja erstmal herstellen. Dazu brauche ich den Holz- und Frachtcontainer. Und dann ist das schon mal so halbwegs logisch. Und die Frage ist jetzt, ob wir uns hier ein bisschen so rumziehen können. Aber anscheinend schon, ne? Hier, das Lasso raus, Schwung rüber auf die Achse. Er zieht sich da noch ein bisschen lang, wo er noch nicht weiß, wohin. Aber dann ist es geschafft. Cool. Na. Ja. Jetzt muss ich ja bei dir so einen Frachtcontainer noch kriegen. Zack. Nö. Nö, 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 nö. Jo. Und dann sieht das relativ gut aus, würde ich sagen. Würde ich so behaupten. So, und jetzt geht es hier wieder unten lang oder hier gleich wieder auf die Schiene. Ich würde einfach hier auf der Schiene bleiben. Das lief ja eigentlich okay jetzt gerade. Und ich weiß ja auch nicht, ob, wenn man da gut trifft, ne, denn hier allgemein oben bleiben kann. Oh, ich schlinge hier hin und her wie eine komische Dampflok. Oh.
Ich will nicht runterfallen. Zu viel geschlingert. Aber er schafft das irgendwie, ne? Hier bestimmt Fahrzeuge, die hier runterfallen können. Sagen, ein Stück flacher geworden. Warum bauen die das doch ein Stück höher, ne? Aber ich glaube, das macht Sinn, damit da irgendwie nicht irgendwas Geröll daran kleben bleibt oder irgendwie so, ne? Anders? Deswegen bauen die das ein bisschen höher, die Gleise. Auf jeden Fall macht das Sinn. So, dann stellen wir das mal her. Das andere nur an. Sieht komisch an, ne? So, Unterkunft. Und bauen. So wenig Fracht im Lagerhaus? Achso, ich muss das erstmal dann reinladen, oder was? Anhänger. Oder was? Achso. Okay. Jetzt könnte ich es hier auch holen. Ah, ich könnte allgemein Logistik immer hier ein bisschen was hinschleppen und dann werdet ihr vorrätig. Okay, irgendwas verpasst jetzt hier. Achso, dann ist das hier so drin wahrscheinlich. Ah. Ja, die Frage ist ja, ob wir das denn so machen wollen oder einen Gabelstapler. Weiß ich nicht. Ich würde es ja gerne so mal ausprobieren mit den Gabelstaplern, ne? Vielleicht kriegen wir das ja auch anders da so hin, ne? Erstmal ihn hier. So. Und vielleicht denn davor den hier und dann den Schnellmodus und dann machen wir hier mal die Gabel runter. Ne? Wo ist denn die? Meine Fresse, also hier, wenn da so was im Weg ist, ist es ja auch nicht so geil. Ich sehe das nicht. Na da. Also, da sind wir noch zu. Ja, ist noch geneigt. Ah, okay. Also manchmal ist es, ich mag das auch nicht, ne, sobald du irgendwie zu nah an irgendwas dran bist, hat der dann so hässlich mit den, mit der Kamera dann so ranfährt oder sowas, ne. Oh, ne, das scheint dann nicht gut zu funktionieren. Ah, da, das aber. Guck ich mal, oh, das ist dann schon eine andere Nummer, ne. Okay. So, dann können wir das ein bisschen heben. Achso, weiter geht er nicht. Okay. Dann kann ich das jetzt auch irgendwie, ich kann der Fracht entfernen. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin ja relativ, naja, nicht ganz mittig. Ob das hier überhaupt so geht, ne? Oh Mann. Oh. Was macht er denn dafür zicken? Das ist doch eine gerade Fläche gewesen. Also da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der da richtig so Probleme hat. Also weder das wird jetzt hier die Katastrophe des Jahrhunderts. Oder das geht jetzt hier alles.
Die müssen sich ja wohl irgendwas Geiles dabei gedacht haben, ne? Dass sie gesagt haben, ja, die wollen jetzt hier so haben und das ist mit denen hier eine coole Sache. Besonders, warum steht er hier hinten, um nicht so was machen zu können? Noch bestätigst du gar nicht. Also oben hätten wir auch lang gekonnt, aber naja, irgendwie sind wir jetzt knapp an der Grenze. Bestätigen tut der nicht wirklich was. Nee, ey, Dude. Nee, der könnte zum Verhängnis werden. Oh. Aber der kippelt sich hier irgendwie normal hin und her. Ganz cool. Tangiert jetzt nicht so schlimm, finde ich. Aber wir haben hier ja auch noch einen zweiten erstmal vor uns. Klar, das Einfachste wäre es jetzt mit den Donner wieder zurückzumachen, mit den Dan. Aber wir wollen ja auch mal so, dass das so normal wäre, ne? Würde jetzt unser, also wir sind jetzt von uns selbst der berühmte Angestellte. Der hat eben den Auftrag hier mit den Gabelstaplern das hier zurückzufahren. Und dann machen wir das eben halt auch. Oh. Ja, also es geht schon, ne? Also zumindest hat das so viel Gewicht, dass das nicht gleich runterfällt. Eieieiei, ne, ich glaube jetzt ein bisschen hier dran vorbeifahren auf jeden Fall. Weiter später, ich weiß jetzt nicht, ob das, ja doch, geht auch dann wieder, gut. Boah. Also, boah. Zum Glück wiegt das aber auch was. Kann die anderen sagen. Wird jetzt leicht, dann würde ja nicht so sein. Aber das wiegt ja zumindest da ein paar Kilos. Würde es ja nicht so gehen. Frage ist auch, wo man es jetzt hin? Kriegt das einfach so abgeben oder wird es dann wieder doof oder so? Weil er hat ja jetzt nicht im Kopf, dass ich den hier so habe. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen doof, ne? Dass man hier nicht sagen kann, also das ist ja ohne Erfindung, ne? Ich bin jetzt hier runter. Ich kann ja nicht mit der Gabel. Guck mal, die Gabel wäre ja auch viel, viel zu breit. Ich kann ja hier nur runterfassen. Wenn ich den jetzt hier hinstelle, dann... Also ganz komisch. Also mir ist egal, wir können das ja auch später denn da abgeben, ne? Aber ich finde vom Sinn und Zweck denn doof, ne? Oh ja. Wenn wir fahren, dann richtig, ne? Wie kann man das denn festzorn? Oder muss ich davon? Ich kann was für eine ausprobieren können, meine. Meine Freunde des Gabelstaplers, Anhängers und hier rum experimentierend. Dass wir von der Seite das jetzt irgendwie so probieren. Ja, daran glaube ich irgendwie auch nicht, ne?
klar, ich hätte es drauf lassen können. Ah, ich will es probieren, ne? Also nicht, dass jetzt wieder 10.000 Kommentare kommen, dass der dumm war oder sonst irgendwie was. Ich habe ja gesagt, ich wollte mal ausprobieren, ob das denn so hier geht, ne? Weil, wozu sollte ich den nicht? Ah, das hier würde ja schon mal alleine davon nicht funktionieren, ne? Naja, wer weiß. Einmal so, ne, Quatsch. Einmal so, einmal so. So, und dann können wir schon mal ein bisschen neigen. Ja, das macht ja so denn auch gar keinen Sinn. Er kann es ja nicht, ne? Außer natürlich, du sagst hier, so, und dann wird es festgezort. Aber ich glaube nicht, dass der das irgendwie kann. Also kannst du auch nicht hier so das irgendwie hinterherziehen, ne? Was ist das für ein geiler... für ein geiler Gabelstapler? Diese Funktion dahinter, dass du es komplett nicht benutzen kannst, das... Da haben sie sich auch gedacht, du musst hier richtig, richtig mittig ran. Ich fahre jetzt hier nur noch mal hin. Muss doch einen Sinn machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die was implantieren über... Was war das hier damals? Denn die Season 2, 3 oder wie auch immer? Und dann macht das gar keinen Sinn oder so. Ach, die Gabel ist jetzt zu tief, ne? Oh. So, so, so. Naja. Drück das mal bitte. Bitte. Na, richtig mit dir ran hier. Auf den Millimeter genau, so gesehen. Warnleuchter haben wir an. Nein, oh, zu viel. Er war doch schon so gut mit dir. Genau so. Gerade stellen. So. So, die Gabel dann so ein bisschen kippen. Kannst du nicht verladen. Kannst du einfach nicht verladen. Gibt ja auch hier keine Taste zum Verladen oder so, ne? Das wäre ja noch geiler. Vielleicht muss ich das ja auch ganz ausgefahren haben, ne? Aber mittiger geht's ja gar nicht, ne? Alter, guck mal her, denn. So, einen Moment mal. So, wieder da. Ja, wenn der Telefon klingelt, dann muss man da auch mal rangehen. So ist es halt, ne? Aber hier haben wir immer noch nichts. Okay, gut, alles klar. Ich lasse das jetzt hier einfach so mal stehen. Vielleicht kommen wir mit einem Anhängerwagen irgendwie mal vorbei. Dann kann ich so rein kippen wahrscheinlich. Und dann ist es eben halt so.
Dann wird die später fertig gemacht. Ich will aber jetzt so mit denen nicht wieder zurückfahren. Obwohl ja da der Abo steht und ich habe. Wo ist der Anhängershop? Da hinten. Man weiß wer. Ich weiß gar nicht. Ich lasse das erstmal so. Ne? Wir haben ja hier noch unsere erste Mission. Ne? Das ist ja die hier. Schade eigentlich, ne? Hier ist nach Lange Stämme rüber zu Großer Lachsberg. Zum Wohle aller. Und da können wir uns immer entscheiden. Weder von da nach da fahren. Achso, wir müssen auf zwei verschiedene, ne? Und einmal nach Großer Lachsberg bringen. Okay, das ist ja auch ein bisschen blöd, ne? Also, oh, besonders hier oben hin. Da wüsste ich ja nicht hier, diesen blöden Weg hier. Kriegt man den denn mit großen hin? Oder muss ich mir so hier hinten einmal lang? Weiß ich ja gar nicht. Ob das nicht eher hier von hinten Sinn macht. Ha, das wird ja auch schwierig auf jeden Fall. Sehr, sehr schwierig. Okay, ja, machen wir den denn zum Wohle aller. Was haben wir hier denn noch? Dann haben wir den hier. Und dann müssen wir da zur Sägemühle bringen. Ich glaube, das hier steht eigentlich so, das hier ganz, ganz gut, ne? Das haben wir zwar von da, da waren wir ja auch noch nicht, aber ist relativ noch in der Nähe. Und wir müssen nur gucken, wie wir da hinten hinkommen. Was vielleicht denn hier so lang wäre, ne? Hier so runter oder so? Weiß ich nicht. Oder gibt es hier hinten noch so einen Weg? Eigentlich nicht. Das wird ja hier schon schwierig. Hier muss man ja denn so lang. Hier führt ein Weg hier von unten lang. Ja, wahrscheinlich von hier drüben. Wie fährt man da am besten? Und welchen nehme ich denn da? Und am besten ja in Rotte fahren, ne? Dann gucken wir mal. Achso, dann muss ich ja eh hier zum Dings zurück. Zum Dings ist auch immer gut. Zur Werkstatt. Und dann gucken wir, Trucklager. Wir brauchen einen großen Truck. Ne? Einen großen, heftigen Truck. Zum Beispiel ihn hier, ne? Mit dem wir auch dann, ja, die Stämme fahren können. Und, den erstmal. Der wird richtig fetzig sein. Zumindest. Da ist ja Front zum Beispiel. Den montieren wir mal. Dann können wir mit denen nämlich uns gleich die Heckrunde abholen. Und dann ist das geil. Dann fahren wir den auch ein Stück vor. Und hier auch gleich den mit den Heck ab. So. Besonders mittelgroße, da kriegst du ja dann auch zwei Fahrten. Also wir müssen von jedem immer zwei Fahrten machen. Wäre ja dann praktisch immer das gleiche. Gut. So, mit denen haben wir das. Und der Knicker, den würdest du ja nie nehmen, ne? Welche Fahrzeuge nehmen wir denn jetzt hier? Spannenderweise. In der Vorbereitung ist es immer der Kollab. Wird da nicht langkommen, glaube ich, ne? Der Western, der hat ja so ein lange Dings. Der Boar Royal. Ja, eigentlich schon, ne? Aber der fährt sich so kacke. Und der hier? Der könnte was sein dafür. Der Caterpillar? Oh, der Caterpillar. Oder? Aber ich weiß gar nicht, hat der jetzt nur dieses Normal für mittleren Holz? Mir nochmal angucken. Ja, ich hieß ja, der ist ja hier scheiße. Holzauflieger. Ne, da kommen noch ganz normale. Und der ist scheiße dafür? Für die Ding? Weiß ja nicht. Habe ich hier vorne eigentlich Dings noch dran? Die Ketten? Aber hier noch Ketten am Fahrzeug, ne? Ja, ich bin ja ein Dödel. Und der kann gar nichts machen, ne? Also ich könnte damit nur, aber den dann ziehen, ne? Und dann später auch die anderen machen. Soll ich das so behalten? Ah, ich muss das eh nochmal tauschen. Okay, der Vorhaben steht. Ich mache das noch die Reifen anders vom Azov, ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Und dann ist es gut. Dann machen wir uns da dann auf den Weg. Ich könnte schon mal markieren. Und dann wird es ja hier denn so, ne? Wir werden hier so und dann so hoch.
Und dann von hier uns das angucken, dafür wäre ja er hier auch noch geeignet. Unser kleiner. Was steht hier rum? Der Ford. Genau. Der steht hier hinten noch rum. Ob das denn da wirklich so lang geht, wie wir uns das denken. Aber dann gucken wir uns das erstmal an. Wir fahren hier hin, dann machen wir Erkundung mit dem Ford und dann, denke ich mal, wird das hier seinen Lauf nehmen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis dann. Ciao.